Starke Leistungen zeigten die deutschen Starter am Donnerstag im Prix de Deauville auf der ARC-Rennbahn Paris-Longchamp. Hinter dem Favoriten Mutabahi belegten Alter Adler und Mendocino nach 2400 Metern die Plätze 2 und 3. Unter Christian Demuro hatte Alter Adler, der Derby-Zweite aus dem Stall Nizza, lange die Führung des Gruppe-3-Rennens inne, konnte die Angriffe von Mutabahi aber nicht kontern. Tour de Seille des Pouliches, der französische Meilenklassiker für Stuten, geht am Sonntag um 15.15 Uhr mit einer Mitfavoritin ab, die über den deutschen Deckhengst Soldier Hollow gezogen ist. Rosa Seja aus dem Stall von Stéphane Vatel ist Frankreichs aussichtsreichste Kandidatin. Zuletzt gewann die Soldier Hollow-Tochter den Prix de la Grande. Das Feld für die Preakness Stakes am 21. Mai nimmt Formen an. Bestätigt wurde die Teilnahme von Kentucky Oaks-Siegerin Secret Oath und des Derby-Zweiten Epicenter. Ein Rematch mit Rich Strike wird es aber nicht geben. Der Derby-Sieger wird auf die Belmont Stakes vorbereitet.